Herzlich willkommen zu den heutigen Themen: Fenstervermassungssignatur, Wandbearbeitungsoptionen und Spanabstand zur Dachkante. In Achlen 2014 gibt es in den Fenstervermassungen einige neue Optionen. Klicken Sie auf den Signatur-Button, um zu den Einstellungen zu gelangen. Definieren Sie hier den Namen und die Position der Signatur. Es gibt nun 4 neue Wandbearbeitungsbefehle in Achlen. Mit Hilfe von ein paar Mausklicks können Sie die Wand in einen Kreisbogen, ein Rechteck, in Wände mit Winkel und in mehrere Wände umgestalten. Eine weitere neue Auswahlmöglichkeit bietet der Dachdialog. Sie können im Kapitel Sparren den minimalen Abstand zwischen den letzten Sparren und der Dachkante eingeben. Danke für Ihr Interesse und gutes Gelingen, Ihr ITC-Team.